Mal sehen, ob er den Handschlag für Koralle Jungs drauf hat. Okay. Now if you feel like how I'm feeling, put your hands up. Ja, hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute gibt es mal wieder ein Commentary mit zwei Themen. Wir kommen mal direkt zum ersten Thema und zwar ist es Livestream auf Twitch. Ja, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, ab und zu poste ich mal ein Ankündigungsvideo zu einem Stream auf Twitch. Und ja, ich habe gestern am Samstag gestreamt von 8 Uhr bis 11 Uhr morgens und ich hatte höchstens 16 Zuschauer, ihr seht mal ein paar Screenshots. Ich hatte da so eine geile Community am Start. Ich werde das auf jeden Fall jetzt öfter machen. Und ja, Leute. Also auf jeden Fall guckt auf Twitch vorbei für mehr Livestreams. Es macht extrem Bock. Ihr könnt mit mir zocken und sowas. Und ja, das war's mit dem ersten Thema. Auf dem zweiten Thema haben wir nämlich, ich rede über meine Ferien. Das waren meine krassesten Ferien, die ich jemals hatte. Da ist so viel passiert. Zum Beispiel, ich habe eine PlayStation 4 bekommen, Black Ops 3, noch 50 Euro PSN-Guthaben. Und was habe ich dann noch bekommen? Zum Beispiel, jetzt habe ich auch ein neues Handy, und zwar das iPhone 4. Das ist hinten weiß und vorne schwarz. Habe ich von meiner Schwester geholt. Ich teste es eine Woche, aber wahrscheinlich nehme ich es, weil ich damit echt gut zurechtkomme. Und es ist wirklich sau viel passiert. Zu Ostern habe ich auch viele Familienmitglieder besucht. Aber Leute, ich habe echt schon ein hohes Level in Black Ops 3. Zum Beispiel am Samstag war ich Level 46 schon. Das ist echt krass. Und Livestreamen macht echt viel Spaß. Also es ist wirklich in den Ferien sau viel passiert. Das war zwar jetzt nur ein kleines, kurzes Commentary, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Im Hintergrund habt ihr gesehen, ein Gameplay von mir, und zwar habe ich das im Livestream am Samstag gespielt. Ein 30-5 in Hardcore Team Deathmatch. Ich weiß, Hardcore spielt jeder. Ja, das ist eigentlich okay, sage ich mal. Also, ich finde, einmal kann man es auf jeden Fall machen. Ist ja ein Gameplay von mir. Und es gab ja am Freitag ein Live-Commentary. Und zwar Black Ops 3 Live-Commentary. Das hieß Granaten-Fail. Auf jeden Fall schaut da vorbei, weil es hat nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und für das, was ich mit PlayStation 4 aufnehme und schneiden und rendern muss, das dauert echt kacke lange, also rendern dauert ewig. Und ja, schaut da bitte vorbei, Link dazu ist in der Beschreibung. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Für Verbesserungsvorschläge schreibt sie in die Kommentare. Und dann sage ich von meiner Seite aus, haut rein, bis zum nächsten Mal, tschüss.